Soweit die Theorie, liebe Zuschauer. Doch was halten die Fahrgäste davon, dass sie jetzt 2 Wochen lang umfahren müssen oder Ersatzbusse nehmen müssen? Wir haben nachgefragt. Entschuldigung, Agnes Fischer von TV Berlin. Ab dem 22. November wird hier komplett die Strecke gesperrt zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof. Was bedeutet das für Sie? Das ist für mich eine Katastrophe, weil ich diese Linie sehr oft benutze. Entweder zwischen Nordbahnhof und Schöneberg oder Nordbahnhof und Südkreuz oder auch nur bis Friedrichstraße und dann umsteigen auf die Stadtbahn. Regt Sie das auf, diese permanenten Baustellen? Ich sag mal, ich habe Verständnis dafür, dass viel gebaut werden muss, viel repariert werden muss. Aber was ich finde, ist, dass es in Berlin so unkoordiniert funktioniert. Und wenn man sich, mal abgesehen von der Bahn, das kann man schlecht einschätzen, wann und was dort gebaut wird. Aber wenn man zum Beispiel auch auf den Straßen sieht, überall ist Baustelle und abgesperrt. Aber man sieht kaum irgendwo jemanden arbeiten. Ich denke mal, da käme auf die Verantwortlichen vom Senat, Bauverwaltung und so weiter doch eine größere Verantwortung zu, sich mal um die Koordinierung zu kümmern und darum, dass die Baustellen, die aufgemacht werden und die Leute behindern, dass diese Baustellen auch zügig abgearbeitet werden. Und wenn da nicht gearbeitet wird, dass dann gar nicht erst eine Baustelle aufgemacht wird. Vielen Dank. Ab dem 22. November fährt hier kein Zug mehr zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof. 2 Wochen lang nicht. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Was bedeutet das für Sie? Gewisse Störungen natürlich in meinem Timing sozusagen. Aber man muss halt durch. Das kann ich leider nicht ändern. Nervt Sie das manchmal, die Baustellen etc.? Definitiv, aber gibt es eine Alternative? Also da muss eine Baustelle auf jeden Fall sein, damit es vorangeht. Ob das eine Renovierung ist oder eine neue Schienenauflage, weiß ich nicht, aber das muss halt sein. Ich kriege davon nicht so viel mit. Also. Das heißt, Sie fahren nicht so oft? Vielleicht ein bisschen eingeschränkt fühlen, in meinem, was ich hätte tun können, aber ich weiß nicht, ob ich so oft benutzt hätte. Ab dem 22. November fährt hier keine S-Bahn mehr für 2 Wochen zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof. Was bedeutet das für Sie? Na, ich muss eine Menge Umwege fahren. Also ich fahre eine halbe Stunde oder so länger zur Arbeit. Und nervt Sie das? Ja, es sind ja 2 Wochen, kriegt man schon hin. Also wird schon gehen, denke ich. Ja. Dankeschön. Es wird umständlicher, aber man findet immer eine Lösung, sage ich jetzt mal. Man kann es ja nicht vermeiden. Warum? Jetzt müssen die Schienen erneuert werden. Die sind abgefahren, deswegen müssen im Tunnel komplett saniert werden. Nee, dann sag ich jetzt mal, ist das überhaupt kein Problem. Also sag ich jetzt mal, es muss hier gemacht werden und Wege gibt es immer. Dankeschön. Bei mir ist jetzt Jens Wiesecke vom Fahrgastverband. Herr Wiesecke, rundum Erneuerung der Schienen, das ist sicher auch im Sinne des Kunden, also auch des Fahrgastverbandes. Erneuerung muss sein. Die Schienen sind vor 20 Jahren das letzte Mal getauscht worden, Anfang der 90er Jahre, wird sich noch manche erinnern. Ist jetzt einfach erforderlich, die Schienen sind abgefahren. Es sind mit die engsten Kurven, die wir in Deutschland bei einer Eisenbahn haben. Die S-Bahn ist ja eine Eisenbahn und die müssen jetzt einfach raus. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie der Berliner so sagen würde. Was halten Sie von den Ersatzmaßnahmen? Die sind uns jetzt ja en Detail vorgestellt worden. Ist das ausreichend? Das ist sicherlich ausreichend. Ich kann aber jedem nur raten, sich einfach andere Wege zu suchen. Es wird einen Ersatzverkehr geben zwischen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof. Aber ich kann davon nur abraten, wer irgend kann, sollte auf die U-Bahn ausweichen. Wer zum Beispiel direkt zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz unterwegs ist, sollte die westliche Ringbahn benutzen. Das ist einfacher, das ist schneller, das ist bequemer. Der Flugverkehr wird dort verdichtet. Deshalb, es gibt gute Umfahrungsmöglichkeiten, die sollte man auch nutzen. Das heißt, die Busse lieber meiden, weil wir ja nun auch Baustellen in der Stadt haben. Die Stadt lebt und es gibt ja nicht nur Baustellen, es gibt Demos und so weiter, sonstige Sperrungen. Wenn ein Staatsgast kommt, das kennen wir ja alle aus der Stadt und gerade in diesem Bereich. Deshalb nur dann benutzen, wenn es unumgänglich ist. Und ich denke, da gibt es genug Möglichkeiten hier in dieser Region. Ein Mangel bei der Bahn war immer Informationspolitik. Haben Sie da jetzt eine Veränderung gemerkt? Also ist man hier durchaus jetzt auch bemüht, Transparenz zu zeigen und die Kunden so zu informieren, dass sie auch sicheren Weges und schnell nach Hause kommen oder zum Dienst kommen? Der Fahrgastverband hat ja vor einiger Zeit mal die Informationspolitik zwischen S-Bahn und BVG verglichen. Und da haben wir der S-Bahn eine 1- gegeben, während die BVG eine Note bekommen hat, mit der man nicht versetzungsgefährdet ist. Deshalb klare Ansage, die S-Bahn macht ja eine sehr gute Geschichte. Im Detail kann man immer was maulen und immer wird es einen geben, den man nicht erreicht. Ich denke aber, dass die allermeisten Fahrgäste die Informationen bekommen werden, die sie brauchen. Und wer dann noch ein bisschen selber die Stadt kennt und sich andere Wege sucht und auch mal einem hilft, der irgendwie irritiert herumguckt, denke ich, ist das gut zu machen.
machen. Die S-Bahn hat ihre Hausaufgaben gemacht. Hat sich auch beim Zusammenspiel zwischen BVG und Bahn, das ist ja auch sehr wichtig hier in dieser Stadt, hat sich das auch gebessert? Wie bewerten Sie das? Das ist natürlich eine ständige Auseinandersetzung. In der Summe, auch das funktioniert eigentlich gut. Dort ist die Information besser. Aber ich möchte zum Beispiel eine Frage stellen. Die BVG hat ja ein eigenes Informationssystem, das BVG Navi nennt es sich. Die S-Bahn hat ein eigenes. Da sollte man doch wesentlich stärker zusammenarbeiten. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe an den VBB, eine gemeinsame Broschüre rauszugeben, die einmal im Monat erscheint, wo ich alles finde. Denn mir als Fahrgast ist es ja völlig egal, ob ich die S-Bahn oder die U-Bahn nehme, um zur Arbeit oder zu kommen. Deshalb eine gemeinsame Informationspolitik ist dort immer noch eine Aufgabe und noch lange nicht erreicht. Herr Wiesecke, jetzt unabhängig von der aktuellen Baustelle, die uns ab dem 22. November, also ab Freitag, quälen will, wird, sage ich jetzt mal so. Wie schätzen Sie das ein? Hat die S-Bahn mittlerweile ihre Krise von 2009 überwunden? Die Krise ist im Augenblick im Ruhezustand. Da müsste ich jetzt länger ausführen. Wir werden ja Ende des Jahrzehnts möglicherweise wieder eine S-Bahn-Krise bekommen, weil wir einfach einen Fahrzeugmangel haben könnten. Sonst würde ich sagen, auch dort sind die wichtigsten Probleme aufgearbeitet. Trotzdem wird natürlich mancher sagen, ja, mein Zug ist zu voll. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass die S-Bahn zu wenig Fahrzeuge hat. Es sind ja seinerzeit Fahrzeuge verschrottet worden. Das ist ärgerlich, die fehlen uns heute. Deshalb ist dort manches noch nicht möglich, was einfacher wäre, wenn wir ein paar Waggons mehr hätten. Aber die kann der Herr Buchner, der Chef der S-Bahn, leider nicht zaubern. Die sind zerstört worden. Kommen wir noch kurz zur Teilausschreibung zu sprechen. Die ist in diesem Jahr gestartet worden. Wir werden dann ab 2017 eventuell einen neuen Betreiber haben auf der Ringbahn und drei Ringstrecken. Wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, dass das gut ist für diese Stadt? Wir haben grundsätzlich überhaupt nichts gegen Wettbewerb. Das wird sicherlich viele überraschen, aber wir sagen, es ist eine Möglichkeit, hier Transparenz zu schaffen. Wir sagen, das S-Bahn-System, wie es jetzt betrieben wird, ist ein Selbstbedienungsladen für die Deutsche Bahn. Die S-Bahner leisten inzwischen sehr, sehr gute Arbeit. Nur es kostet die Stadt zu viel. Und dort ist ein Wettbewerbsverfahren eine Möglichkeit, die Zahlen zu sehen. Wer dann gewinnt, wenn es der Beste ist, es darf ja nicht nur das Geld eine Rolle spielen, sondern auch die Qualität, ist uns recht und ist uns herzlich willkommen. Das kann sehr wohl die Deutsche Bahn sein mit ihren Töchtern. Es kann aber auch jemand anders sein aus der Welt, aus Europa. Da sind wir völlig offen. Und ich denke, da sollte man keine Ängste haben. Der Fahrgast soll es überhaupt nicht merken, dass die Züge werden weiterhin gelb-rot sein. Es werden hoffentlich modernere Züge dann sein. Leider wird es nicht 2017 sein, sondern frühestens 2020. Das hängt mit der mangelnden Lieferung von Fahrzeugen zusammen. Das kann auch ein neuer Betreiber nicht herbeizaubern. Vielen Dank, Herr Wiesecke, für Ihre Einschätzung. Das werden zwei harte Wochen, liebe Zuschauer, für die Kunden. Da brauchen Sie viel Zeit und Geduld im Gepäck. Und wir können nur hoffen, dass ab dem 9. Dezember alles wieder rund läuft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.